Hey Leute, ich bin's, euer Coach Curtis. Heute habe ich zusammen mit der Fit for Fun für euch 7 Übungen für einen starken Rücken vorbereitet. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Kettlebell, Kurzhanteln, euer eigenes Körpergewicht und viel Motivation. Zuallererst starten wir mit einer Plank bzw. dem Unterarmstütz. Die meisten von euch werden sich jetzt fragen, was hat das Ganze eigentlich mit einem starken Rücken zu tun? Aber es geht halt eben auch darum, den Gegenspieler stark zu machen und wie das Ganze funktioniert oder wie eine Plank ausführt, das zeige ich euch jetzt. Wir haben im besten Fall eine Matte, geht aber auch im Boden. So, wir gehen auf die Matte, wir stellen unsere Ellbogen unterhalb der Schulter auf. Ich mache das immer gerne so, dass wir die Hände vorne zusammenlegen. Dann stellt ihr die Beine hinten hüftbreit auf, bringt euch einmal nach oben, spannt den Po und den Bauch an und haltet euch hier in der Position. Jetzt ist mir immer wichtig, dass ihr bei jedem Ausatmen nochmal Spannung in den Bauch reinbringt. Ja, und das ist im Endeffekt schon die Plank. Wer hier jetzt eine kleine Regression haben möchte, weil er die normale Plank noch nicht lang genug ausführen kann, der kann dann einfach mal die Knie runternehmen. Der Körper bleibt aber auf der gleichen Position, die Spannung wird auch gehalten. Und so ein Zwischenstep zwischen diesen beiden Varianten ist dann immer die Plank-Wrap-Variante. Das heißt, ihr bringt die Knie einmal nach oben, haltet die für 3 Sekunden hier, bringt richtig schön Spannung in die Muskulatur und setzt die Knie ganz langsam wieder ab, als wenn ihr 2 Glasplatten aufeinanderlegen möchtet und wiederholt das. Ich mache mal ein paar Wiederholungen davon vor. Und das Ganze ist natürlich auch anstrengender, als man meint. Nachdem ihr jetzt verstanden habt oder gesehen habt, wie die Plank funktioniert, gehen wir direkt über auf der Matte in den Vierfüßerstand mit dem diagonalen Strecken und Zusammenführen. Dabei trainieren wir vor allen Dingen den Rückenstrecker und die Gesäßmuskulatur und ihr habt eine super coole koordinative Komponente dabei. Natürlich ist auch der Core wieder gut aktiv, weil ihr natürlich den Körper schön ausgleichen müsst. Hierfür geht ihr bitte einmal, ja, wie gesagt, in den Vierfüßerstand. Die Knie sind unterhalb der Hüfte, etwas breiter aufgestellt, die Hände unter der Schulter und ich habe immer so die Regel, die Nase ist immer vor den Fingerspitzen. Jetzt als allererstes streckt ihr ein Bein schön nach hinten raus. Achtet darauf, dass ihr im Körper sehr gerade bleibt, das Gesäß richtig schön angespannt ist und bringt dann im Gegenzug den Arm einmal schön weit nach vorne und der Daumen zeigt dabei nach vorne. Dabei beobachten wir jetzt während der Bewegung, während wir jetzt zusammenkommen, quasi den Ellbogen, also schauen dem Ellbogen hinterher und strecken uns dann komplett raus und schauen der Hand hinterher. So, alles klar. Die nächste Übung. Dafür legen wir uns einmal gleich, also ich mache es gleich erst vor, komplett auf die Matte, auf den Bauch. Wir gehen jetzt, ich nenne sie immer den Skispringer, einmal komplett in Bauchlage. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir legen die Handrücken neben den Körper auf den Boden. Die Beine sind komplett am Boden und wir versuchen hier wirklich so locker wie möglich zu sein. Bei der Übung geht es jetzt vor allen Dingen wirklich ganz isoliert einmal um die Rückenstreckermuskulatur. Ja, Blick wie gesagt zum Boden gerichtet, Hände bleiben liegen, Beine bleiben liegen und dann heben wir hier ganz vorsichtig ein klein bisschen an, müsst da auch nicht überstrecken und kommen wieder leicht nach unten. Wir legen natürlich nicht ganz ab, weil wir die Spannung im Muskel behalten wollen und wiederholen die Bewegung. Bei jedem Hochkommen atmet mir aus und beim Runtergehen atmet ihr ein. Ja, und dass ihr in der Streckung auch nicht zu hoch geht. Also versucht auf jeden Fall so ein bisschen auf euren Körper zu hören und überstreckt die ganze Geschichte nicht. Außerdem würde ich euch raten, nicht zu ruckartig zu arbeiten, weil es auch da zu Verletzungen kommen kann. Und dann geht es direkt in die nächste Übung. Als nächstes habe ich für euch dann einmal den Hüftstrecker mir rausgesucht in 2 verschiedenen Varianten. Dafür legt ihr euch bitte einmal auf den Rücken. Stellt die Beine auf. Ja, wir wollen hierbei gleich, wenn wir in der Hüftstreckung sind, einen 90-Grad-Winkel im Kniegelenk haben. Es geht bei der Übung vor allen Dingen darum, sich hauptsächlich auf die Po-Muskulatur zu konzentrieren. Also jetzt nicht einfach nur hochstrecken und wieder überstrecken, habe ich ja gerade schon mal erklärt, ist nicht unbedingt so gut für den unteren Rücken, sondern ich möchte hier wirklich, dass ihr euch ganz bewusst auf die Po-Muskulatur bzw. den unteren Rücken konzentriert. Und dann arbeiten wir hier aus der Position wirklich nur aus der Hüfte in die Streckung, bringen den Po richtig schön auf Spannung. Und wer damit Probleme hat, der kann auch seine Hände einfach mal an seinen Hintern nehmen und da so ein bisschen den Muskel nachspüren. Also dass ihr wirklich ganz gezielt auf die Muskulatur eingeht. Kommen dann langsam wieder runter, legen unten nicht ganz ab, da passt immer noch eine Hand zwischen und dann kommen wir wieder nach oben und bringen den Po auf Spannung. Natürlich auch den Bauch als Gegenpart. Genau, davon machen wir auch wieder 15 Wiederholungen.
Wer jetzt eine Steigerung haben möchte, der kann jetzt Folgendes machen. Da können wir den Beinstrecker noch mit reinnehmen. Das heißt, wir strecken das Bein wirklich gerade hoch. Und unser Ziel ist es, wenn wir hochkommen, dass wir mit dem Körper und dem Bein in einer Linie sind. Ist dann natürlich deutlich fordernder. Ja, und dabei muss man auch den Körper schön gerade halten. Alles klar. Als nächstes gehen wir dann einmal über in das vorgebeugte Rudern. Dafür habe ich mir auch schon ein paar Gewichte hingelegt. Da ich ja jetzt warm bin, starte ich direkt mit 12 Kilo. So, dabei stellt ihr euch erstmal schön stabil auf. Hüftbreiter Stand, bringt jetzt die Hüfte schön nach hinten raus. Die Knie sind ganz leicht gebeugt und der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Achtet wirklich darauf, dass ihr die Spannung im Bauch haltet, weil wir wollen hier jetzt mit wenig Schwung, also am besten gar keinem Schwung arbeiten, sondern uns nur auf die Muskulatur konzentrieren und ziehen jetzt hier neben dem Körper einmal schön da oben hoch und kommen wieder zurück in die Ausgangsposition. Ja, achtet oder konzentriert euch hierbei vor allen Dingen darauf, einfach den Fokus, ich sage mal, so auf die Ellbogen zu legen, dass ihr die Ellbogen nach hinten hinter den Körper ziehen wollt. Ja, dass ihr mit dem Arm halt eben nicht anfangt, aus dem Bizeps zu arbeiten und zieht schön in den Rücken rein. So, und noch einmal. Und dann geht's rüber in die nächste Übung. Die Handeln legen wir erstmal weg. Jetzt greifen wir uns hier einmal die Kettlebell bzw. Kugelhantel und gehen über in den, ja, ins Kreuzheben. Kettlebell steht vor uns. Als nächstes stellen wir uns schulterbreit auf. Hierbei geht es jetzt vor allen Dingen um die Gesäßmuskulatur und den Rückenstrecker. Wir versuchen jetzt im geraden Rücken oder beziehungsweise wir gehen im geraden Rücken nach vorne runter. Die Arme sind gestreckt, greifen die Kettlebell und aus der Position bringen wir die Kettlebell quasi nach oben. Spannen den Po richtig schön an, ja, Bauch ist fest und dann beim Einatmen langsam nach unten runter und ruhig etwas explosiver wieder nach oben arbeiten. Achtet darauf, dass ihr nicht überstreckt, sondern wirklich bis zur maximalen Spannung der Gesäßmuskulatur geht und arbeitet dann fortlaufend in der Bewegung weiter. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, das heißt, wir kippen immer so leicht nach vorne. Also es fühlt sich so an, als wenn man nach vorne umkippt. Und davon macht ihr auch 15 Wiederholungen. So, und noch ein letztes Mal. Und dann stellen wir die Kettlebell wieder zurück. Alles klar, dann nehmen wir als nächstes noch einmal die Kurzhanteln wieder in die Hand. Und somit sind wir auch bei der letzten Übung. Hier arbeiten wir jetzt einmal im Butterfly Reverse. Dabei gehen wir wieder in die vorgebeugte Haltung. Die Arme sind gestreckt vor dem Körper, mit den Handflächen zueinander. Gerichtet Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, der Bauch ist schön fest. Rücken ist gestreckt und aus der Position arbeiten wir jetzt schön gerade zur Seite nach oben. Hier trainieren wir den oberen Rücken, Schulter, vor allen Dingen den hinteren Anteil, den Rückenstrecker und die Bauchmuskulatur. Sind als Supporter sozusagen dabei. Auch hier 15 Wiederholungen. Ein letztes Mal und dann lege ich die Hand mal weg und ja, das waren die 7 Übungen für einen starken Rücken. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn dem so ist, schönen Kommentar unten in die Kommentarleiste. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und vor allen Dingen drückt auf die Glocke, damit ihr jedes Workout mitbekommt. Ich wünsche euch wirklich viel, viel Spaß und viel Erfolg bei euren Zielen. Bis dahin, ciao.